Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Bei meiner letzten Detox-Kur habe ich mal was ausprobiert mit Walnüsse und Süßkartoffeln. Ich habe so ein Brotaufstrich gemacht und er war etwas noch sozusagen, naja, flüssiger, dünner. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Kartoffel dazu gegeben, Süßkartoffel, und jetzt kann man es richtig schön so fest nehmen, so ein richtige schöne feste Brotaufstrich, welche kann man auch schön dick auf das Brot machen. Dann noch dazu selbstgebackenes Brot, schmeckt sehr lecker. Und wenn ihr Interesse habt, probieren Sie mal. Probieren Sie erstmal mit ganz kleiner Mine, ob das ist euer Geschmack, ob das ist eure Konsistenz. Ich glaube, es kann man noch fester machen, wenn wir vielleicht noch länger es kochen oder etwas weniger Wasser machen. Aber das seht ihr alles im Video und ich wünsche euch ein gutes Gelingen. Viel Spaß! Was brauchen wir dafür? Wir brauchen erstmal einen Messbecher oder Glas, irgendwas so einheitliche, mit was ihr messt. Ich habe zum Beispiel diese Tasse genommen. Ja? Habe gestern Abend die Walnüsse gemessen, ganze Tasse, in die Schale reingemacht, mit kaltem Wasser übergossen oder besser zu sagen, so Zimmertemperaturwasser übergossen und ungefähr so viel Salz reingemacht, in so ein Leitsalzwasser angelegt. Einweichen ist nicht nur wichtig für das Abwaschen, was da trägt oder was das sich da dran ist, die werden auch viel heller, wenn ihr seht das, sondern auch für die Enzyme in den Nüssen aktivieren. Dadurch ist das auch sehr verträglich für unseren Magen, für unseren Darm. Es wird auch besser aufgenommen. So, und um diese Masse zu bekommen, brauchen wir auch noch die zweite Komponente, und in meinem Fall nehme ich Süßkartoffeln. Die Süßkartoffeln sollen wir schälen und genau so ein Glas voll ausmessen und dann werden wir das weich kochen. So, nach dem Schälen einfach in so eine Stücke schneiden. In die Tasse, dann wissen wir, wie viel wir noch brauchen. So, zwei diese kleine Süßkartoffel hat mir gereicht. Ich habe jetzt eine volle Tasse. Jetzt kann ich das abwaschen und stelle es kochen. Kochen könnt ihr ohne Salz oder mit Salz. Es ist euch überlassen, weil danach, wenn wir das alles pürieren, müssen wir sowieso würzen. So. In reichlich Wasser stelle ich wieder kochen, aber ohne Salz. Süßkartoffel zum Fertigkochen geht ziemlich schnell, deswegen können wir gleich weitermachen. Die angeweichten Nüsse werden wir jetzt nochmal gut abspülen und geben in so einen Mixbehälter rein. So, habe ich abgespült und gebe in den Mixbehälter. Zu den Nüssen brauchen wir noch eine Tasse Wasser. Ich nehme stilles Wasser aus der Flasche. So, genau volle Tasse, gebe auch in den Mixer rein. So, schauen nach unserer Kartoffel. Die Kartoffel ist schon weich, total weich. Können wir absieben und kurz abkühlen lassen. Sozusagen ausdampfen lassen. Nehmen wir uns Mixer. Deckel zu und passt ihr immer auf, dass ihr hier nicht die Schlitze habt, wenn es dann beim Mixen nicht rausspritzt. Und werden wir jetzt unsere Nüsse mit Wasser so lange cremig rühren, dass so richtig so cremig die Paste wird. So, schauen wir rein. Noch ein bisschen kann man, dass wir keine so grobe Stücken haben. So, das wird es ausreichend. Ja, ist schon viel feiner geworden, merkt man.
Jetzt können wir erstmal anwürzen, Würze reinmachen. Dafür können wir Kräuter nehmen. In meinem Fall, ich habe hier so einen Salat, Kräuter, so einen richtigen so einen Mix. Gebe davon einen Teelöffel. Ihr könnt natürlich nach eurem eigenen Geschmack das anwürzen. Ich gebe auch ganz bisschen Majoran. Die Kräuter sind alle aus meinem eigenen Garten. Dann habe ich noch hier ein Thymian mit der Blüte, habe ich es genommen. Nicht viel von jedem Gewürz, dass dann nicht zu stark riecht oder schmeckt nach einem bestimmten Gewürz. Dann auch als Farbe und so viel Geschmack gibt es nicht, habe ich gemahlene Tagetesblüten gemacht. Und natürlich Pfeffer, Salz. Salz auch nach Geschmack, aber es kommt noch Süßkartoffel rein, deswegen etwas bisschen mehr Salz. Und Cayenne, Chili, Pfeffer, so ein Mix. Dann kommt hier jetzt leicht abgekühlte Süßkartoffel. Die Töpfchen können wir gleich wieder nutzen, weil diese ganze Masse müssen wir nochmal auch kochen. So, jetzt pürieren wir es alles fein. Das wird schon reichen, weil Süßkartoffel war wirklich sehr, sehr weich. Könnt ihr gleich nach Gewürze auch mal probieren. Ich würde noch ein bisschen Salz reinmachen und etwas Pfeffer. Jetzt die ganze Masse geben wir wieder ins Töpfchen und werden wir dann alles verkochen bis so eine feste Masse. So ungefähr wie es mal beim Käse es macht. Wir müssen dann sozusagen die Feuchtigkeit aus dieser Masse rauskochen. So, jetzt gehen wir an den Herd und kochen wir das. Bevor wir aber anfangen zum Kochen, werden wir uns schon Formchen vorbereiten, wohin die Masse geht. Ich nehme so einen Behälter, gebe da Öl. Streiche und wir können jetzt unsere Behälter auch mit den Kräutern bestreuen. Ich habe jetzt hier viel Petersilie, auch ein bisschen mit Cayennepfeffer. So, und dann in diese Behälter kommt dann unsere fertige gekochte Masse rein zum Festwerden. So, jetzt müssen wir diese Masse so lange kochen, dass die richtig so fest nicht, aber ziemlich dick wird. Und ihr müsst ja aufpassen, weil die Masse natürlich wie bei den ganzen Cremesuppen und so weiter, sie spuckt gerne. Deswegen bitte aufpassen, dass ihr euch nicht verbrennt. Immer wieder muss man jetzt die rühren. Und das kann bis 15-20 Minuten dauern. Und immer rühren. Seht ihr? Wie ploppt. Wollte nur euch zeigen, das ist wirklich gefährlich. Deswegen immer wieder rühren. Und nicht auf die ganz starke Hitze das machen. So, schaut ihr. Ich köchle schon ungefähr fast 15 Minuten. Die Masse ist auch schon dicker geworden. Und wenn wir sogar mit den Spaten so drüber gehen, schon zerläuft nicht so wie gleich, wo wir das Töpfchen nur auf den Herd gestellt. Naja, wir haben auch eine Tasse Wasser dazu gegeben, das alles das zu zerkleinern. Klar, wir müssen etwas länger köcheln, dass die Feuchtigkeit wird ausgedampft. Beim ersten Mal, wo ich es ausprobiert habe, habe ich auch 20 Minuten gebraucht. Aber es sieht schon gut aus. Nur immer rühren. Bisschen Gymnastik machen. So, 23 Minuten habe ich es köcheln lassen. Jetzt habe ich mein Herd schon ausgemacht. Und schaute, wenn ich sogar so mit den Spaten rübergehe, es verfließt sich nichts mehr. Die Masse ist genug fest. Und ich werde das schon rausnehmen. Ich habe mir vorbereitet eine Plastikform, die ist auch für die Lebensmittel geeignet. Aber da, weil es trotzdem aus Plastik, werde ich nicht gleich sofort
die heiße Masse da rein zu machen, sondern lasse ich die etwas abkühlen, bevor ich die in die Form reinmache. So, die Masse ist schon einige Masse abgekühlt, ist nicht richtig kochend heiß. Ihr könnt ja auch mal probieren, wie euch schmeckt und vielleicht auch noch die Gewürze dazu geben. Würde euch raten, aber nur getrocknete Gewürze dazu geben. Keine zum Beispiel frische Knoblauch oder sowas, sonst es kann es schnell schlecht sein. So ein Aufstrich, es hält ungefähr so 3-4 Tage im Kühlschrank. Lena auch nicht. Und durch das frische Gewürze oder Kräuter kann anfangen zu gären und das ist nicht unbedingt gut. Der Geschmack wegen Walnüsse richtig so etwas wie sahnig. Schmeckt sehr lecker. Durch das kürzere Haltbarkeit darf man von sowas auch nicht zu viel machen, sonst schade dann um die Produkte, wenn es schlecht geht. Müsst ihr für euch anpassen, so eine Menge, was ihr in 3, höchstens 4 Tage verbraucht habt und dann so viel auch vorbereiten. So, wenn unsere Masse jetzt hier in die Döschen wird richtig schon kühl, dass wir es in den Kühlschrank stellen können, dann stellen wir es in den Kühlschrank und im Kühlschrank muss es ungefähr so mindestens 8 Stunden stehen, dass es seine Festigkeit und Kräftigkeit nimmt. Wenn es abgekühlt ist, richtig kalt, dann kann man Deckel drauf machen. Jetzt werde ich es nicht drauf machen, sonst wird es schwitzen. Und das Schwitzwasser wird tropfen in eurer Aufstrich. Muss nicht sein. Oder ihr macht einfach ein Küchentuch und dann den Deckel. Dann bleibt die Feuchtigkeit an dem Tuch. Danach stellen wir in den Kühlschrank und morgen sehen wir uns wieder und schauen, wie diesmal bei mir dieser Aufstrich geworden. Beim letzten Mal könnte ich nicht so richtig mit Messer schneiden, nur so auf den Brot streichen. War trotzdem sehr, sehr lecker. So, am nächsten Tag früh schauen wir jetzt, was wir gestern gemacht haben. Es hat ein bisschen geschwitzt, obwohl ich habe wirklich nach Abkühlen im Kühlschrank gestellt. Naja, ist nicht schlimm. So sieht jetzt aus. Und mal schauen, wenn wir das rausnehmen wollen. Das ist so in Scheiben schneiden lässt es immer noch nicht. Es ist so wie ein Brotaufstrich geworden. Oder muss ich noch weniger Wasser reinmachen? Muss mal ein bisschen experimentieren. Dass es mal Lena aufkochen, dass die Masse noch dicker ist. So, und Geschmack. Geschmack, ich weiß, beim ersten Mal war ich schon begeistert. Ich kann mal ein bisschen mehr drauf machen. Es ist wirklich sehr, sehr leckeres Brotaufstrich. Besonders mit noch selbstgebackenem Brot. Es ist wirklich lecker. Jetzt kann man hier noch Gurke oder Tomate oder Avocado noch drauf machen. Ein perfekter Frühstück. Wirklich sehr, sehr lecker. Wenn ihr Interesse habt, wie sowas schmeckt, dann probieren die selbst. Probieren die erstmal mit ganz kleinerer Menge, ob es das euch gefällt. Und ich würde euch raten, wirklich nicht die volle Tasse Wasser nehmen, sondern vielleicht 3/4 erstmal. Das werde ich nochmal weiter austesten. Und vielleicht noch mit den anderen Nüssen oder Kernen das ausprobieren. Und euch wünsche ich auch viel Spaß beim Nachmachen, ein gutes Gelingen. Und ich würde mich sehr freuen über euren Kommentar, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!